Ja, servus und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Motorradreise durch Namibia 2018, die unter dem Motto ablief: ein bisschen Moped fahren, kein Zelt und viel Spaß. Hier noch Informationen zu unseren Freunden von Gravel Travel in Namibia. Aktuelle Informationen zu Touren, die Ralf Möglich mit seinem Team durch Südafrika und Namibia durchführt, erhaltet ihr unter www.gravel-travel.de. Starten nun von uns aus durch die unwirkliche lebensfeindliche Namibwüste in Richtung Atlantik. Begleitet werden wir von unseren Freunden Barbara und Gerd aus Hamburg. Wir wollen mit den beiden noch zwei schöne Tage in Swakopmund verbringen. I can read between the lines as the shadows pass us by. I missed all the signs, so your tears heard you cry. Oh, Geneva. Believe the time will come, show us the way. I love you more than life itself, every night and every day. Remember when we first met, seemed like forever. Unsere Freunde Barbara und Gerd erhöhen jetzt schon den Luftdruck in ihren Reifen, weil wir jetzt ja die Sandpiste verlassen und wir auf Teerstraßen bzw. auf Salzstraßen kommen. Hier an der Küste tut man praktisch Salz auf die Straße streuen und wird feucht gemacht. Es gibt dann, das ist dann so eine richtig feste Piste dann. Und es ist so, wie wenn man betonieren würde. Always together. I can read between the lines as the shadows pass us by. 14 Kilometer südlich von Hentjes Bay Richtung Swakopmund an der C34 liegt im Meer das Schiffswrack der Zeila. Das ist ein Fischtrailer, der eigentlich unterwegs war, um in Indien verschrottet zu werden. Der ist hier 2008 auf Grund gelaufen. Wir verlassen jetzt ja die Pisten erstmal und fahren auf Teer. Da passen wir unseren Luftdruck vom Motorrad an. Kurz vor Swakopmund werden wir nochmal kontrolliert. Papiere, aber kein Problem. Direction has deserted me, blown away by that trees. So as I walk along. Hat ganz schön verändert, Swakopmund durch dein Museum, Christina. Wir erreichen die am Atlantik gelegene Stadt Swakopmund. Hier bleiben wir zwei Tage und wollen morgen eine Safari unternehmen. Hotelpension Rapmund haben wir es in der Garage drin stehen. Ne? Hier wohnen wir, Hotelpension Rapmund, sind wir untergekommen. Ja. Jetzt gehen wir spazieren, dann kriegen wir noch Bier. Jetzt habe ich noch das Moped abgestellt, jetzt kann ich Bier trinken. Genau nebendran ist Kaffee Andon. Jetzt also rüber, Kaffee Andon. Ja, ist schon Kult und mittlerweile schon Tradition, dass wir im Kaffee Andon schön Kuchen essen gehen. Ich esse eine Schwarzwälder Kirschtorte und Christina Mandarinentorte. Wie immer, super. Mandarinentorte. Gut. Der lecker und dort gehört gleich mal Schwarzwälder, ne? Okay. Das ist also Leuchtturm von Swakopmund, ne?
Oh, Promenade in Swakopmund, ne? Strandhotel. Wir waren schon so oft in Swakopmund gewesen und unternehmen deshalb nur einen kleinen Strandspaziergang, besuchen den alten Landungssteg aus der deutschen Zeit, er ist restauriert geworden. In der deutschen Kolonialzeit musste praktisch alles, was an Waren ankam, über den Landungssteg an Land gebracht werden. Der nächste Tiefwasserhafen, Walvis Bay, war damals eine britische Enklave. Und jetzt geht's ab in die City. So, onto in Swakopmund. Mit Barbara und Gerd unternehmen wir noch einen kleinen Spaziergang durch Swakopmund und nutzen den dazu, dass wir im Kultrestaurant Kikis Pub einen Tisch für heute Abend reservieren. Das Würmannhaus. Sind Sie die Touristen aus Hamburg, ja? So, heute Abend 7 Uhr. Kikis Pub, 19 Uhr. Alles klar, reserviert. Also, wir essen heute Abend in dem Location hinter der Christina. Kikis Pub ist reserviert. 19 Uhr. Tischplatte ist gebunkt. Und eine Flasche Wein dazu. Das könnte ein schöner Abend werden. Und Christina, alles klar? Wunderbar. So, heute geht's zum Essen, Kikis Pub, Fischrestaurant, freuen wir uns schon drauf. Heute unternehmen wir die Little Five Tour mit dem tollen Tourguide Chris Snell. Oh, das ist dynamisch, jawohl. Ja, du hast nicht gesehen, wie er rausgeklettert ist. The first part, let's do a little game drive this morning and let's ask questions. What is that plant? Why is the sand black? What is that little thing there? What is this animal? Let's lay the foundation. Kommen wir legen die Fundament. Was ist das, das und das? And the second part of the tour, we look at the beauty, we do a scenic drive, we macht ein 4x4 über die Düne, guck Landschaft, just landscape. Mm-hmm. 70% of the Namib from the sky of the Dorup Park looks like this. Yeah. Mm. Forever. Das bleibt so für immer. It never goes away. So today we have a special permit to drive here, Matti. We have to stay on the track. For 7 years, 7 Jahre, keine Regne. There's only sand, Sonia, no bush, no tree. What lives in the dunes? Gecko and lizard, Idex und Gecko. Mm-hmm. Little rain, little snake. Oh, yeah. So that's Jurassic Park 218. Oh, yeah. This is big. It's called a Sandviper. In German we say, die Tropfen sind feiner, die Tiere sind kleiner. There you go. We've got snakes, little snakes. We've got lizards without legs, Idex ohne Beine. Chameleons. We've got little mammals, mouse, rabbit, jackal, falcon, bird, fox. People, lots of little animal on the dune. This is hunting. This one, the other one was sleeping. This one is hunting. I've got a little worm here. Wait, it's close. The lizard looks like this. I'm not going to make it scared. Good December. She's probably been eating the bones of tourists that throw their barbecue in there. Just quickly, we'll get his attention.
Other one. Hop. Nice long tongue. So we'll bring him out. We rock like Michael Jackson used to rock. Tuck, tuck, mimic the wind. Blowing in. This is a young one. But a skink in German is called a Schleicher. Okay, so good. Fitzerman skink, type Leucontius, it's smooth like glass. This is the shining. You in Africa, flies, mosquitoes, stinking woman, this is perfect. This is a real happy. Watch the sunset. No, that's paralyzed. That's how it moves when it's paralyzed. Don't get bigger, come slowly this way. I'm just going to make it move very slowly. I want it just to get it to see it a little bit easier. Watch. Look. This is what it normally does. Look, always under the dune. That's why nobody ever sees them. Because they live under the sand. Now it goes in the side of the dune. Okay, so they do come in different colors. This is sort of the zebra color one. Colorful. And then this. That's a young male, you know, as we get older. Look at Jürgen. What means young? Nice. So we make a pose. This is incredible. It's incredible. Das war jetzt also ein wirklich spektakuläres Erlebnis, das wir hier hatten. Chris Nell hat seine Sache toll gemacht. Wir können nur jedem, der mal in Zwakop und vorbeikommt, diese Tour empfehlen. Morgen verlassen wir Zwakop unten Richtung Solitär und heute Abend verabschieden wir uns noch von Barbara und Gerd. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute 12.01.2018. Wir sind hier in Zwakopmund, der wunderschönen Küstenstadt am Atlantik. Urlaubsort für alle Namibianer und auch Ausgangspunkt für viele Touren. Wunderbar, angenehm kühl noch hier. Jetzt gibt es wieder 40 Grad. 40 Grad kriegen wir jetzt wieder. Fahren wir in die Wüste, ne? Ja. Ja, hier kann man baden, kann Ausflüge machen, kann diverse Touren machen. Wir haben gestern The Little Big Five gemacht, wo man die ganze Flora und Fauna der Wüste erklärt bekommen hat. Ja, und heute geht es wieder weiter. Es ist unsere nächste Etappe, ist Solitär. In der Wüste und dann geht es weiter Richtung Sossusvlei zu den Dünen. Das würde ich sagen, da starten wir. Ab nach Solitär. In die Wüste. 40 Grad bitte. Oh. Schwitz. Scheiße, ey. Ich schwitze jetzt schon vor lauter Vorfreude. Jetzt geht's aber wirklich ab. Ciao. We're on our own again.
Am Atlantik entlang fahren wir bis Wolfish Bay, dann biegen wir links ab, eine Polizeikontrolle noch und dann geht es hinein in die weiße Namib. Am Vogelfederberg in der Namib auf dem Weg nach Solitär. Ja, dann kommt jetzt die Sonne und es wird wieder richtig schön heiß, nehme ich mal an, ne, Christina? Ja, deshalb Sonnencreme. Ja. Zwischen Swakopmund und Solitär, halber Strecke ungefähr. Trostlose Landschaft, der Namib hier. So, sind wir jetzt durchgefahren, total trostlos, hat schon 7 Jahre nicht mehr geregnet hier. Ne? Keine Pflanze, gar nichts. Da unten jetzt die ersten Bäume wieder und jetzt geht's auf die Pässe. Weiter geht's. Also die Tankstelle von Solitär. Ja. Sind wir also in Solitär, Solitär Lodge. Und ja, gehen dann später essen. Hier sind ein paar schöne Oldtimer zu sehen. Solitär, machen wir einen Sundowner-Spaziergang, halbe Stunde. Und dann gehen wir wieder her und essen schön mit der ganzen Meute, wo gekommen ist mit dem Bus gerade. Bussi ist hinkommen. Bussi, Bussi! Heute geht's weiter von Solitär aus Richtung Sossusvlei durch den Namib Naukluftpark.
sidewalk, my heart stood still. The sun in my eyes and the music playing loud. You couldn't miss me now. I was feeling so proud that you rode by. You rode by. I remembered the last time down on the foreshore. I waved to you as you walked through the door. You turned and you waited as I crossed St. John's. When I got there. In Sossusvlei haben sie uns nicht zu der Düne fahren lassen mit dem Motorrad, also sind wir gleich weitergefahren, 20 Kilometer zum Le Mirage Resort in Spa. Dort haben wir übernachtet, war ganz toll dort. Okay. Ja. Wunderschöne Poolbahn von Tellern. So, können wir was trinken, oder? Schön kühl da hinten. Voll der Luxus nach über 40 Grad auf der Piste. Ne? Sieht aus wie eine Burg, ist also aufgebaut. Mit Klimaanlage, ganz wichtig, war toll. Zelt haben wir ganz dabei. Haben gut übernachtet in einem tollen Hotel hier, 4 Sterne. Gönnt sonst nichts. Ne? Wir haben heute Sonntag, den 14. Januar 2018. Wir haben 6 Uhr, kurz nach 6. Wir erwarten heute Temperaturen der Sonne von über 50 Grad und haben 220 Kilometer schlechte Piste. Also wir werden uns quälen heute. Wir fahren deswegen ganz früh. Gestern sind wir von Solitaire rübergefahren, 113 Kilometer, eine kleine Tour, also nur 3-4 Stunden waren wir unterwegs gewesen, mit an Sossusvlei vorbei. Und dann sind wir 20 Kilometer hinter Sossusvlei in einer Lodge gelandet. Hatte gestern 50 Grad eine Sonne gehabt, alles hat gekocht, das Handy hat abgeschaltet, so warm war es gewesen. Wir hatten schon Angst, dass die Dose im Tankrucksack platzt. Ja, Kilometerstand knapp 1900 haben wir jetzt. Und jetzt geht's los, dass es nicht so warm wird. Richtung Helmeringhausen, das ist unser Ziel. 220 Kilometer, schlechte Piste, wie es aussieht. Ja, und deswegen fahren wir jetzt der Sonne entgegen. Der Sonne hinterher. Ja, ja, doch lache ich. In 2 Stunden kann ich mich mal angucken, rote Kopf, fixen Foxy. Scheiße, scheiße, scheiße. Aber jetzt, ich hab die Post. You were gone, you were gone. Los geht's. And I remember you through the rain and the snows. I remember you when a chilly wind blows. I remember you when I saw the sun. I'll remember you to the day. Well, I thought of our school days, so innocent, young. Laughter, tears, we had so much fun. We walked along the golf course on the late afternoon, on the beach under the full moon.
eine Zebraherde in der Gasse, wenn man es Gasse nennen kann. Die schlechteste Piste, wo ich seit Jahrzehnten gefahren bin. Gute Tierbilder, scheiß Piste. Ne? An der Straße, ne? Entschuldigung, an dem Weltblech, an der Weltblechplatte, also Eiserig. Ich hoffe, das Moped hält aus, ne? Ja. So, weiter geht's. But I thought about school days, so innocent young. Laughed at tears, we had so much fun. Walked along the golf course on the late afternoon, on the beach under the full moon. You were the chilly wind blows. I remember you when I saw the sign. I remember. Die schlechteste Piste, die man im Urlaub hatte. Also, und das ist auch noch eine C, eine bessere Straße. Ne? Ja, wow. Es gibt heute einen harten Tag, aber wie gesagt, muss man durch. Ne? Haben es auch gewollt. Hat uns gar nicht dazu gezwungen. Ne? In Amerika gibt es Dead Horse, und hier gibt es Dead Zebra. Too cold beer, ne?
So, perfekt. So, genau. Hast du noch was drin? Nein, das ist okay. Ist genug, ne? Ja. So, noch 100 Kilometer bis nach Helmeringhausen, ne? I remember you when the chill of wind blows. I remember you when the soul is sad. I remember you today. Tonight I, ooh, tonight I. Björn, Björn auf Tour, gerade am Arbeiten. Hallo. Helmeringhausen Hotel, Poolbereich. Schwimmbad in Helmeringhausen. Bei Katja und Björn. Björn ist unterwegs, Katja ist da. Bei fast 50 Grad im Schatten, schön abgekühlt, einwandfrei. Helmeringhausen. Zentrum hier unten im Süden Namibias, Tankstelle, Bottle Store, Hotel, alles dabei. Bei Björn und Katja kann man schön absteigen, ganz toll. Zum Relaxen, wenn man aus der Hitze der Wüste kommt. Klasse. Jetzt, das dürfte nicht geteert sein, das müsste eigentlich geschottert sein. Hätten wir so ein bisschen das Feeling von einer Geisterstadt. Was wir nicht vergessen dürfen zu erwähnen, ist, dass Katja vom Hotel Helmeringhausen den besten Apfelkuchen von Namibia backt. Wir sind jetzt in Helmeringhausen bei Katja, bei Björn auf der Farm, also im Hotel. Und ja, genieße das Frühstück. Heute ist nicht so warm, sieht gut aus. Der 15. Januar haben wir heute. Ist noch Montag, ne? Ja. Heute haben wir Montag, 15. Januar. Und wir fahren heute nach Kleinaus-Vista, also nach Kleinaus. Schauen wir mal, 110 Kilometer Piste. Jetzt räumen wir unser Zimmer, Helmeringhausen, das war sehr schön. Ja. Ja, müsst ihr da die Lage noch aus? Einmal. Einmal schön. Ja, ja, genau. Ja, also schön. Ist sie nicht cool? Ja, gerne, gerne. Du bist doch alt genug. Ne? Also, ja. Spielen wir dazu dann. Ja, und, ne? Gerne. Ein Treffer der Welt, genau. Fahrt vorsichtig. Ne? Machen wir, ne? Bis demnächst wieder. Okay. Also, ciao, ciao. Ja, tschüss. Ne? Ach, schon ja. Tschüss. Helmeringhausen AD. Ja. Öl ist in Ordnung, Wasser in Ordnung, Kette ist geschmiert. Kettenspannung stimmt, alles im grünen Bereich. Jetzt verlassen wir Helmeringhausen und fahren Richtung Aus. Es sind zwar nur 105 und 110 Kilometer. Die Katja hat gesagt, es wäre also absolut scheiße. Es legt die letzten 20 Kilometer, wenn wir nochmal richtig schön die Scheiße greifen. Alles klar. Ne? Wir lassen jetzt Helmeringhausen und fahren Richtung Aus.
sind wir also auf der Strecke von Helmringhausen noch aus. Es hat hier geregnet in den letzten Tagen und deswegen blühen die Akazien, die Kameldornbäume, die blühen jetzt hier. Ne? Hat man also im Norden oben nicht gesehen, ja? Aber hier hat man dann die schöne Blüte von der Akazie. Die Donne hat man auch. Ne? Hätte man gleich die Bienen und die ganzen Insekten. Ne? Also das war jetzt die letzte größere Etappe Schotterpiste. Das waren jetzt 110 Kilometer bis zur Hetterstraße. Jetzt haben wir noch aus und morgen geht es nach Lüderitz. Nach dieser fantastischen Motorradtour erreichen wir die Verbindungsstraße zwischen Kettmannshoop und Lüderitz am Atlantik. Wir übernachten auf halber Strecke in Kleinaus-Vista. In Teil 3 der Reise geht es dann über Lüderitz nach Kettmannshoop und von dort aus zurück nach Windhoek.